Dieses Jahr wird Spotify noch teurer. Das schwedische Musikstreaming-Unternehmen nimmt ein paar Anpassungen vor. Unter anderem soll eine neue Basisstufe eingeführt werden. Bei dieser kann man Musik und Podcasts hören, Hörbücher sind jedoch ausgeschlossen. Außerdem ist ein Mega-Abo namens Supremium geplant. Bei dem haben Kunden unter anderem Zugang zu High-Fidelity-Audio. Das ist eine hohe Qualität der Tonwiedergabe, die dem Originalton sehr nahe kommt. Andere Streaming-Anbieter wie Apple Music oder Tidal bieten das ohne Aufpreis schon seit längerem an. Insgesamt gibt es jetzt also 4 Angebote. Neben den 2 vorhergenannten Versionen gibt es noch eine kostenlose Variante, welche werbefinanziert und eingeschränkt ist. Dann gibt es auch noch die normale kostenpflichtige Variante, welche unbegrenzten Zugriff hat. Diese wird aber Ende April teurer, genauer gesagt um 1 bis 2 $. Diese Änderung betrifft aber zunächst die 5 großen Märkte, darunter Großbritannien, Australien oder Pakistan. Im Laufe des Jahres sollen auch die USA und andere Länder dazukommen, darunter wahrscheinlich auch Österreich. Spotify hatte im vergangenen Quartal 602 Millionen Nutzer. Davon waren 236 Millionen zahlende Abokunden. Mit der Preiserhöhung macht Spotify also nochmal mächtig Kohle. Welchen Musikstreaming-Dienst nutzt du? Schreib es in die Kommentare.